Meinungsmacher Top Talk 100, die außergewöhnlichsten Unternehmer im ganz persönlichen Gespräch. Das wunderbare Thermenhotel Steusser. Die Meinungsmacher Top Talk 100 mit den 100 außergewöhnlichsten Unternehmen an den 100 außergewöhnlichsten Plätzen Österreichs. Und wir sind hier im Hotel Steusser, Therme Leupersdorf. Kennen Sie sicherlich, und bei mir die beiden Hausherren. Bei mir einerseits der Herr Gerald Steusser, Geschäftsführer und Hausherr des Hotels hier, und in Graz. Und der Herr Philipp Borkenstein, Geschäftsführer der Therme Leupersdorf. Hallo. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr gefreut, herzukommen. Ich bin quasi aufgewachsen da bei Ihnen auch sozusagen. Und natürlich Therme Leupersdorf als Steirer kennt man, muss man kennen. Herr Steusser, das Hotel, vielleicht wenn Sie mal beschreiben, wir sitzen da mitten im Herzen jetzt. Gäste kommen, da ist viel los bei euch. Das Haus mal beschreiben, was gibt es da alles? Ja, das Hotel gibt es seit dem Jahr 1981. Wir haben gemeinsam mit der Therme damals eröffnet. Wir sind also direkt an der Therme. Der Gast kann mit einem direkten Zugang halt ins Thermalbad gehen, haben im Haus einen eigenen Wellnessbereich, wo der Gast jeden Tag halt aufs Neue die Entscheidung halt hat, geht er in die große Therme hinüber zum Rutschen oder bleibt er halt im hauseigenen, eher ein bisschen ruhigeren, individuelleren Bereich. Und einer der Schwerpunkte ist auch unser Gesundheitsbereich, Massage, Kosmetik. Allein in diesem Bereich haben wir 18 Mitarbeiter tätig. Das muss ich sagen, das ist besonders. Das ist einerseits, man kommt unterirdisch hinüber zur Therme. Das ist einmal toll. Und das Zweite ist, aber ihr habt selbst eben auch das volle Programm, gell? Obwohl die Therme direkt daneben ist. Das ist Luxus. Das ist richtig, ja. Richtig, ja. Aber der Gast ist unterschiedlich. Ja. Jeden Tag andere Interessen, einmal rutschen und am nächsten Tag totale Entspannung. Sauna, Wellnessbereich, was gibt es da alles? Man sieht jetzt die Bilder auch drüber gelegt. Ja, im Haus haben wir insgesamt 8 verschiedene Saunaformen von 37 Grad bis 90 Grad. Mhm. Und dann haben wir sowohl ein Indoor-Pool, Outdoor-Pool, ein paar Whirlpools, eine wunderbare Träumerei als Ruheraum. Ja. Und wir haben für jeden Gast auch eine Liege, ist auch was Besonderes. Und bei uns kann ja sowohl der anreisende als auch der abreisende Gast den ganzen Tag noch nutzen. Mhm. Und auch für die Leute gibt es genug Platz im Haus. Das ist klasse. Wenn man zum Beispiel auscheckt, kann man trotzdem den ganzen Tag nutzen. Jetzt gleich eine Frage, weil das drängt sich automatisch auf. Jetzt sitzen die beiden Hausherren da, vom Hotel und von der Therme. Wie oft nützen Sie das selber? Jeden Tag natürlich. Schon, oder? Und Sie? Ich war gestern erst im Schaffelbad Baden. Ja. Wir haben dort eine neue 3D-Brille ausprobiert für unsere Gäste, ein neues Highlight. Und deswegen war ich gerade gestern tatsächlich im Becken. Also Sie nützen es auch selbst, das ist natürlich toll. Wie lange bleiben so die Gäste eigentlich im Schnitt? Hat sich das ein bisschen geändert in den letzten Jahren? Ja, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt knapp unter 3 Nächte. Wobei die Aufenthaltsdauer im Sommer dann etwas länger ist, weil einfach mehr Angebot in der Region halt hat von der Kulinarik angefangen, über die Kultur, über sportliche Möglichkeiten, und der hat wirklich ein volles Urlaubsprogramm halt, ja. Ja, machen kann man da natürlich extrem viel bei euch in der Region. Wie schon gesagt, ich bin da quasi aufgewachsen, das Wellenbad war ja, das ist das größte Erlebnis überhaupt gewesen in meiner Kindheit. Was gibt es alles in der Therme, worauf sind Sie besonders stolz? Jetzt die 3D-Brille, umfangreiches Programm, aber mal zu den wesentlichsten Punkten. So ist es, die Therme zeichnet sich aus durch ihre Vielfalt. Ja, die 3-Thermen-Strategie, die wir haben, die ist absolut perfekt und für jedermann ist da was dabei. Stolz sind wir auf unser Schaffelbad, unser Premium-Produkt nur für Erwachsene. Da ist es wirklich ruhig, wir haben keine Kinder dort. Die Gäste können entspannen, ideal für junge Eltern, für Frischverliebte, die eben mit dem Heilwasser gerne Zeit verbringen. Dann haben wir unser Thermenbad, das ist sozusagen die klassische Therme. Da findet man alles, was man braucht, inklusive einem großen Saunadorf mit 7 verschiedenen Saunen und am großen FKK-Bereich. Und dann haben wir noch das Erlebnisbad und da geht es um Halligalli, um ja nicht Ruhe, sondern nur Action, Rutschen, Wellenbad, Acapulco-Becken. Und das ist für Sommer und Winter gleichermaßen perfekt. Dafür war ja Leupersdorf schon seit Jahrzehnten quasi bekannt. Gell? Das ist das Erlebnisbad auch gewesen, draußen schon eines der ersten in Österreich, sicherlich das größte in Österreich diesbezüglich auch. Ist das auch ein bisschen ein Rezept auch, dass die Therme Leupersdorf fürs ganze Jahr, für alle Altersschichten etwas hat? Wenn man in Leupersdorf bucht, liegt man immer richtig. Das ist ganz ein wichtiges Merkmal bei uns. Und wir haben auch Gäste, das ist ganz interessant, da kommt die ganze Familie, Großeltern bis zum Enkel, und dann wird abgewechselt. Einmal passt der auf die Kinder auf, dann gehen die Eltern ins Schaffelbad und dann wieder andersrum. Das ist sicherlich ein wichtiges Thema, aber auch die Kulinarik ist bei uns sehr, sehr hoch gehalten. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Urlaubsmerkmal, weil im Urlaub will man nicht nur sich erholen, die Region genießen, die schönen Hotels genießen, sondern eben auch gut essen. Deswegen haben wir auch den Bauernmarkt jetzt eingeführt, wo man eben im Bauernladen dann auch Dinge mit nach Hause geben kann. Gutes aus der Region, also auch im Kühlschrank zu Hause.
Herr Schleuser, dieses 365 Grad sozusagen Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, alt und jung, alle Zielgruppen bedient sozusagen, das ist natürlich auch für das Hotel Steusser ein großes Plus insgesamt, oder? Ja, wir sind für alle da und vor allem die Anlage ist so groß, dass wirklich jeder halt in seinem Segment einfach sein kann. Halt, ja. Was ist so die stärkste Saison oder ist es wirklich übers Jahr verteilt, auch dadurch, dass ihr quasi für jede, in jeder Jahreszeit das Optimale bietet? Na ja, unser stärkstes Monat ist der November, draußen grau und kalt. Wie gesagt, die Leute, da freut man sich jetzt warm im Wasser. Ja, und die Leute schon so ein bisschen vor Weihnachten, so ein bisschen im Stress und da tun sie ein paar Tage gut. Ja. Der Sommer, wenn natürlich ein schlechteres Wetter ist, in der Therme hat man immer Badegarantie. Und bei einem schönen Wetter hat man mit dem Freibereich natürlich die tollen Möglichkeiten. Aber die Übergangszeit ist bei uns die stärkste Zeit, ja. Apropos tolle Möglichkeiten, in der Region kann man extrem viel tun. Ich sage jetzt Radfahren hier zum Beispiel mit dem E-Bike, hervorragend, weil es nicht so hohe Berge gibt. Was sind so die Dinge, außer gut essen natürlich auch in der Region? Na, mit dem E-Bike haben Sie das Richtige schon erwähnt. Wir haben unlängst eine zehnköpfige Radpartie aus Tirol gehabt. Mhm. Alle mit Rennrad unterwegs und die waren total erstaunt. Die sind am Tag 100, 120 Kilometer gefahren und haben aber 1000 Höhenmeter dabei gehabt. Das fahren sie in Tirol nicht, weil da sind sie in einem Tiroler Seitental. Also die Landschaft ist schon herausfordernd. Dann haben wir unheimlich viel Kulinarik um die Regensburg herum, mit Gölles, mit Zotter. Also das sind wirklich so Ausflugsfahrten. Dann auch unsere Einkaufsstadt Fürstenfeld. Immer nur in der Therme oder im Hotel zu sein, will man auch nicht. Und man nutzt einfach einen Nachmittag, dass man bummeln geht und mit einem Kaffee trinken. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten hier. Ja. Kommen wir zurück zur Möglichkeit im Haus, Aktivprogramm. Was gibt es da? Was kann man da in der Therme jetzt abseits des Wassers alles machen beispielsweise noch? Ja, der Gast darf natürlich selbst entscheiden, wie viel Action er haben möchte. Wir bieten ein Sportprogramm für die Erwachsenen, wo man im Becken, aber auch außerhalb des Beckens beispielsweise in unserem Fitnessstudio etwas tun kann. Für die Kinder haben wir ganz viele Aktionen, gerade im Sommer und in den Ferien gibt es von früh bis spät Action. Da gibt es ganz unterschiedliche Dinge wie zum Beispiel Synchronschwimmen, Turmspringen oder die Tierwelt Herberstein ist zu Gast und stellt Tiere vor, die ein bisschen exotischer sind. Wir versuchen einerseits die Region reinzuholen, aber andererseits eben auch die Kinder und Jugendlichen im Wasser gut vorzubereiten. Und das macht jede Menge Spaß. Und die es halt ruhiger haben wollen und chillen wollen, die schmeißen sich auf die Liege und schauen da von Weitem zu und genießen die Ruhe. Gut, es gibt drinnen und draußen ja genug Fläche. Sie haben vorhin gesagt, Herr Steusser, wir haben gerade geredet, auch über die Radfahrer, aber man kann alles machen. Man kann Tennis spielen, Golfplatz ist ja ein Steinwurf nur entfernt, zum Beispiel auch. Wunderschöner Golfplatz. Genau, es gibt einen 27-Loch-Golfplatz. 27, der Wahnsinn. Ideal, wenn ein Turnier zum Beispiel läuft, kannst du mal auf die restlichen 9 einmal beginnen, dann ist das Turnier fortgeschritten. Oder du sperrst einmal 9 Loch so für Platzpflege, kannst auch auf einen 18-Loch Golfplatz spielen. Einerseits Aktivprogramm, aber man kann sich auch zurückziehen dann im Hotel, es sich gut gehen lassen, Massage, was gibt es alles bei euch? In unserem Gesundheitsreich haben wir insgesamt 18 Mitarbeiter, einfach von Wohlfühlmassagen angefangen mit Aromaölen bis Wickel, bis Packungen, Kosmetikbehandlungen, wird auch immer mehr und mehr auch von Männern genutzt. Mhm. Aber wo Männer genutzt, das fällt mir jetzt spontane Frage ein, Gin. Sie haben sogar eigene Gin-Hausmarke, gell? Ja. Wird auch von Damen genutzt allerdings. Ja. Natürlich auch von Damen genutzt. Unser Barchef, der Wolfgang, hat den eigenen Steusser Gin kreiert mit einer Himbeernote im Vordergrund. Wir empfehlen ja immer, so diesen ersten Schluck einmal pur zu nehmen, damit man das Aroma dann spürt. Dann mit Tonic ein extrem gutes Getränk. Und wir sind also wirklich sehr stolz auf dieses Produkt. Ja. Mit steirischen Himbeeren gemacht. Mit steirischen Himbeeren. Ich muss es erzählen, weil Sie im Vorgespräch, und ich habe das so cool gefunden, gesagt, Sie haben am Anfang nicht genau gewusst, wie viele Flaschen produzieren wir. 20, 24, 30. Und wie viele sind jetzt insgesamt schon über die Theke gegangen? Ja, das war also bei der Erstbestellung, haben wir nicht gewusst, sollen wir 24 oder 48 bestellen. Ja. Und liegen momentan bei der Zahl von 2200. Wird also viel im Haus getrunken, aber natürlich auch mitgenommen als Geschenk. Mhm. Es ist ein ideales Geschenk zum Mitheimnehmen. Vielleicht hast du einen Nachbarn, der inzwischen auf seine Blumen aufgepasst hat und dann nimmst du halt sein Präsent mit. Einerseits nehmen wir das Kernöl mit, andererseits auch den Gin vom Steusser. Naja klar, weil dann gibt es ja nicht überall und das ist was Besonderes. Gibt's nur da, genau. Apropos Kulinarik, ist Ihnen auch ein ganz besonderes Anliegen im Haus? Da gibt es ja wirklich hervorragende Schmankerl. Ja, wir kaufen sehr viel in der Region ein. Und wir haben eine ehrliche Küche. Unter ehrlicher Küche verstehe ich einfach keine Geschmacksverstärker, sondern mit Gewürzen, mit Kräutern halt zu arbeiten. Und Kulinarik ist natürlich wichtig im Urlaub und mit einem besonderen Frühstücksbuffet beginnend. Dann Mittag gibt es einfach so ein Salatbuffet und Suppen für die Gäste, so als Kleinigkeit.
und am Abend hat er entweder ein regionales Buffet oder sonst wird das Menü serviert. Wobei ich habe schon gemerkt, also die Sehnsucht und das Gefühl, lieber, bevor wir irgendwo weit hinfliegen, machen wir lieber ein langes Wochenende, so 3-4 Tage in Österreich irgendwo, in der Oststeiermark beispielsweise oder Südoststeiermark. Das ist schon ein Trend, ein Boom, der auch eingesetzt hat, oder? Merken Sie das auch oder ist das nur von mir jetzt ein subjektives Gefühl, dass die Leute das noch mehr jetzt wollen? Naja, es ist einfach so, dass du mit einem Kurzurlaub hier einen sehr hohen Stellenwert an Erholung mit nach Hause nimmst. Wir haben einen hohen Anteil an Stammgästen. Die Leute wissen bereits beim Herfahren, wie sind unsere ersten Wege, die wir im Haus und in der Therme einfach machen. Und dann hat er noch 3-4 Tage einfach ein gutes Gefühl und nimmt diesen Wert mit nach Hause. Therme ist gleich wahrscheinlich, gell? Ja, also ich muss sagen, und das ist für den Zuschauer wahrscheinlich sehr, sehr interessant zu wissen, wir im Thermen- und Vulkanland haben einen riesigen Vorteil. Wir haben praktisch eine 100%ige Urlaubsgarantie. Das bedeutet, bei schlechtem Wetter ist man mit der Therme immer auf der sicheren Seite und davon gibt es ja sehr, sehr viele bei uns in der schönen Region. Und wir haben eben auch im Umfeld, wie der Gerald Stolzer gesagt hat, eine unglaublich tolle Kulinarik, Ausflugsziele, die Schlösserstraße und. Also es gibt wirklich jede Menge zu tun und das wissen die Leute zu schätzen. Und Urlaub in Österreich heißt immer Top-Qualität, das ist ein wichtiges Thema, Top-Sicherheit und eine intakte Umwelt. Und das ist heutzutage, wir hören es jeden Tag in den Medien, etwas, das immer wichtiger wird für den Gast. Absolut wichtig. Was ist Ihnen, weil Sie sagen, der Gast, was ist Ihnen wichtig, wenn der Gast an die Therme Leupersdorf denkt, was soll er da im Herzen spüren? Ja, der Pulsschlag soll ein bisschen nach oben gehen, ja. Zumindest bei den Jungen. Und man soll sich an die positiven Erlebnisse zurückerinnern. Der Spaß steht im Vordergrund, das Erlebnis, dass man nach Hause fährt und was mitnimmt. Und das andere Thema, eben für die Shufflebad-Gäste, ist, dass der Puls nicht höher schlägt, sondern vielleicht ein bisschen tiefer schlägt. Die Erholung, und da ist unser Heilwasser halt etwas wirklich Besonderes, das man immer wieder hervorheben muss. Die Haut, die wird ganz samt und weich, wenn man darin badet, und das ist gerade für Pärchen ein besonderes Erlebnis. Und nachgewiesen, auch wissenschaftlich übrigens, dass das Stresslevel sehr, sehr schnell sinkt, und das kann man in Zeiten wie diesen auch gut gebrauchen. Das kann man absolut gebrauchen. Das Thermalwasser kommt aus welcher Tiefe, wie heiß raus? Wir haben jetzt gerade die vierte Quelle gebohrt, haben also auch Wassersicherheit für die nächsten hunderte Jahre. Und dort liegen wir ungefähr bei 1120 Meter und kriegen das Wasser mit gut 60 Grad nach oben und können dadurch eben auch die Wärme gut nutzen, um die Becken zu heizen, um die Räumlichkeiten zu heizen und können da auch ökologisch sehr, sehr sinnvoll arbeiten. Auch ein großes Schlagwort und Stichwort so in Zeiten wie diesem. Herr Stolzer, machen wir einen kurzen Sprung jetzt von der Therme. Wir kommen dann nochmal zurück von der Therme, aber nach Graz, in die steirische Landeshauptstadt, auch sehenswert jederzeit. Auch da gibt es ein Hotel und das heißt auch Stolzer. Auch Ihres. Genau, das ist das Hotel Stolzer Graz. Ja. Liegt im grünsten Stadtteil von Graz, in Maria Trost, am Fuße von der Basilika. Mhm. Und wir verbinden dort einfach Business mit Wellness. Gibt dort für ein Stadthotel eine sehr, sehr schöne Saunaanlage. Gibt zwar kein Wasser dort. Aber wenn die Leute heute halt so einen Graztag verbracht haben, dann kommen sie ins Hotel retour und können dann in die Sauna gehen und sich einfach auch dort wohlfühlen. Was ist Ihnen sowohl in Graz als auch natürlich hier bei diesem Haus wichtig? Mit welchem Gefühl sollen die Gäste kommen und mit welchem sollen sie wieder heimfahren? Na, wichtig ist, dass die Leute einfach ein gutes, positives Gefühl halt mit nach Hause nehmen. Ja. Dass sie das Empfinden haben, eine schöne Zeit bei uns verbracht zu haben und dass sie wieder gestärkt wieder in den Alltag gehen. Wenn Sie in die Zukunft blicken, was ist so die Vision, die Sie beide haben? Ja, die Vision ist klar, wir wollen die Gäste begeistern, wir wollen Erlebnisse bieten und das Ziel wäre, wenn die nach Hause fahren, dass die sagen, ma, so schön war's, aber wir haben nicht das ganze Programm geschafft. Nächstes Jahr bleiben wir ein paar Nächte länger und genießen neben der Therme und den schönen Hotels auch die Region und wir freuen uns schon aufs Wiederkommen. Das geht sich aus, dass man nicht das ganze Programm hier schafft. Kann man gar nicht, da muss man glaube ich 20 Mal kommen, 100 Mal kommen. Ja, Herr Stolzer, was ist so Ihre Vision für die nächsten? Ich kann mit dem nur anschließen. Wir sind beide bemüht, immer dieses Produkt weiterzuentwickeln, dass wir es immer wieder auf einen nächsten Level einfach stellen, dass wir innovativ sind, dass wir immer wieder schauen, dass wir auch Bereiche verbessern, umbauen und wie gesagt, da wollen wir einfach auch in der Zukunft so tätig sein. Dann sage ich Dankeschön, da kann man nichts mehr dem hinzufügen. Ich muss sagen, ja, kommen Sie einfach her, schauen Sie sich das an. Wirklich aus tiefstem Herzen, aus meinem grünen steirischen Herz heraus empfohlen. Das Hotel Stolzer und die Therme Leupersdorf. In diesem Sinne, machen Sie es gut, gönnen Sie sich was und wir sehen uns da wieder. Alles Liebe, Dankeschön. Mehr Infos unter stolzer.com.